Mahlzeit mal wieder. Willkommen zum dritten Teil von. Also, irgendwas ist da unter dem Eis oder in dem Eis, wo ich schon gesagt habe: Wo? Stracciatella, Schokolade im Eis, Erdbeerstückchen, keine Ahnung, gibt es heutzutage nicht mehr. Nein, There's Something in the Ice, der dritte Teil, jetzt exklusiv und nur auf meinem Kanal. Ich habe keine Ahnung, ob der dritte Teil bei anderen auch so endet oder anfängt oder sonst was. Ich kann nur eins sagen. Es wird immer verzwickter und ich habe keine Ahnung, wie viele Teile es gibt. Aber das Problem ist, ich muss das Spiel in einem durchspielen, weil es gibt hier keine Speichermöglichkeit. Das heißt, ich muss jetzt nach einer kurzen Pause, wie man sehen kann, ich habe mein T-Shirt gewechselt. Ich habe mich neu frisiert, wie man auch sehen kann. Die Haare liegen ganz anders. Meine In-Ears funktionieren immer noch, mein Bart juckt immer noch und ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir sind im Funkerraum und hören ein komisches Weinen und finden jetzt wahrscheinlich Maya. Hä? Die lächelt. Ich dachte, die ist ja gerade am Heulen, oder nicht? So, Dialog. Boah, es geht ja gut los. Maya, ich dachte, sie haben dich absorbiert, you. Geschlürft, keine. How did you? I managed. Vorlesen brauche ich aber nicht. Ich hoffe, ihr habt schon gelesen. Organic, es hat Beine und einen Kopf und einen Körper. Das ist organic. Das frisst alles. Ist gar nicht gesagt. When you and Victor fell asleep, I couldn't because of Victor's snoring. So I decided to go and do some tests. Yet Und ich habe nur gesagt, Alter, der schnarcht. We're so active. I started watching them again. Then Ich muss nach dem Dialog mal ganz kurz mein Essen umrühren. And when I returned, I saw a broken test tube on the floor. Apparently, I accidentally touched it and dropped it while getting up from the table. Ja. I didn't do it on purpose. Anything can happen. Anyway, we have a whole block of ice with these samples. Well, I just took a rag and wiped the floor, then took the bucket of water and rag to the toilet. After that, I went to lie down on the sofa in the living room. When I woke up, I went to the toilet, and Victor was there. He just stood there, looking in the mirror. You know, like a zombie. And next to him, I saw an overturned bucket with a rag, and it seemed to me that the rag was covered in some kind of sand. Victor, he didn't answer. When I came closer, I saw his empty gaze. He turned to me, but it was like he was looking through me, you know? He reached out to me Copy. with my hand. I started screaming and struggling. Eddie, macht Copy Sinn, ne? I tried to run away from him towards you and wake you up, but he blocked my path. And then I remembered that in that part of the bunker there was a way out. I was so scared, I just ran away. Please forgive me, Thomas. No, it's not okay. Victor ran after me, caught up with me at the base, and locked me inside the laboratory. It felt like something, that's for sure. Then he left, as if he heard a call. He walked toward the hangar, and after about 15 minutes, you came. We need to find him. Together we can handle him. Tie him up, call for help. What do you mean we can't do it? What? How? Damn. What the hell have we gotten ourselves into, Thomas? So let's get out of here. What's the plan? Okay. Oh, hey. Ja, Leute. Sounds reasonable. Hey, nothing will happen to you, okay? Na klar doch. Okay.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz, Entschuldigung, essen. Essen. Bochum, Dortmund. So, knapp war's. Meine Nudeln sind fast angebrannt. So, zurück zum Spiel. Wer interessiert mein Essen? Also mich. Wir haben die flotte Biene gefunden. Go to the radio on the second floor. Bin ich ja jetzt. Wir sind ja da, ne? Find two batteries in the hangar. Kann ich hier raus? Ja, kann ich. Ah, ich lasse die Tür mal auf. Lass mir mal raten, was mich jetzt gleich verfolgen wird. Was? Ich höre Geräusche. Ich glaube, das hier ist eine ganz clevere Wahl, um hierher zu laufen. Genau, hat ja richtig was gebracht. Ich bin jetzt direkt am Hangar. Boah, ey, das Viech ist ja anscheinend hier, ne? Kann ich hier mit W und E? Nee, kann ich gar nicht. Um die Ecke luken. Entschuldigung, aber ich bin gerade etwas fasziniert von dem Krach. Ich versuche mal weiter hier durch ein. Man hat ja sein Metal Gear Solid gespielt auf der PlayStation. Falls sich jemand erinnert. Eines der geilsten Sneaker- und Sniper-Spiele, die es überhaupt gab. Ich höre. Da höre ich Geräusche. Da will ich mal nicht hin. Ich glaube, es funktioniert, wenn man sich wirklich durch den Schatten schleicht. Das Problem ist, man hört das Ding, sieht es aber nicht. Es kann auch sein, dass ich jetzt totalen Scheiß gemacht habe. Das wäre schon, ganz ehrlich, wenn ich so ein Spiel mache, macht es ja auch Sinn, das Viech mal optisch einordnen zu können. Ach, ja, je. In den Hangar kann es, oh Scheiße, kann es ja wohl nicht. Anscheinend doch. Anscheinend doch. Mein alter Weg ist noch da. Gehen wir den noch mal, nicht wahr? Ich habe auch keine Ahnung, wo ich diese verkackten Akkus finden kann. Batterien, Entschuldigung. Batterien sind keine Akkus. Warum nicht recycelbar? Warum nicht ökologisch? Oh! Akkus werden gelb gefärbt. Brauche ich ja nicht mal. Wenn ich jetzt sterbe. I need to take these batteries to the radio room and plug. Ja, ja, das habe ich ja verstanden.
Nein, ich zögere das Spiel nicht heraus. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin muss. Zurück, wo ich hergekommen bin. Wird ja Sinn machen. Geht aber nicht mehr, weil... Doch geht. Ich brauche das Licht nicht, weil ich ja geradeaus gehe. Und jetzt wird's spannend, wo ich raus muss. Es fällt mir gerade mal auf, ich habe, um das Spiel nochmal erneut zu honorieren, es sind schon doch in allen Richtungen 3D-Konzeptionen gemacht. Auch die Holzmaserung jetzt hier von den Platten, gut, klar. Ich habe jetzt hier auf Medium gestellt, weil meine Grafikkarte anscheinend Trara macht. Ach du Scheiße. Wow, okay. Ja gut, da ich hier nicht mehr rauskomme, ist das wahrscheinlich mein erstes Todesurteil. Denn, wie gesagt, ich kann hier niente, nada, rien, nothing. To do! No, please not! Chapters. Wash, fuck. Oh no, baby, no, no, no. Ich muss das jetzt bis dahin spielen, wo ich gerade gestorben bin. Na dann, viel Spaß, Erik. Ihr müsst das nicht. Bis gleich. Vielleicht mal gucken, wie ich... Ey, wenn ich keinen Bock mehr habe, habe ich keinen Bock mehr. So, mitten im Spiel hat sich das Spiel aufgehängt. Wundert euch nicht, dass ich wieder eine bekloppte Brille trage, aber ich kann hier gar nichts mehr machen. Guck mal, witzigerweise, Resume Game, aber sobald ich hier reingehe, geht gar nichts. Language Exit the Main Menu, Chapters. Ich kann wahrscheinlich Chapter mal neu starten. Ja, scheiße, ey. Ob ich noch Bock zu hab? Ich weiß nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht mache ich auch ein andermal. Wenn ich die Chapters jetzt speichern kann. Ich glaube, das reicht mir für heute. Das sind jetzt 13 Minuten, aber... Vielleicht packe ich ja noch was zusammen. Aber ganz ehrlich, also ich habe das jetzt irgendwie gerade meine Pause gemacht, nochmal ganz kurz zwischendurch wegen Essen und so ein Scheiß. Nein. Mal gucken, ob ich noch was mache. Das Spiel ist eigentlich spannend, doch, es ist aber natürlich wieder mal nicht meins, weil ja, ich möchte am besten nur noch so Walkthroughs. Aber doch, das ist spannend. Das Ungeheuer sah lustig aus. Ich kannte das aus Scorn, keine Ahnung. Ich habe vergessen, woher, aber Speed and Navy. Mal schauen, was es noch gibt. Ich werde wahrscheinlich weiterspielen, aber nicht jetzt. Und das, wie gesagt, also der PC bläst jetzt hier gerade, weil die Grafiker da natürlich auf 220 ist wahrscheinlich. Aber das sieht... Ganz ehrlich, mal jetzt gerade mit dem Schnee und so, das ist eine coole Sache. Gefällt mir. Auch die Fackeln im Hintergrund, die sind richtig schön gleichmäßig.
Gott, wie schön. Ja, in diesem Sinne labere ich jetzt gerade nur noch, damit ich die Zeit rumkriege. Ich gucke, dass ich das weitermache, denn es ist schon aufregend spannend. Da ist irgendwas im Eis, außer Schoko. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Oder vielleicht nicht gleich. Keine Ahnung, mal gucken.